heute wollen wir Freunden doch. Briten zurechtstutzen. Aber wir kriegen es wahrscheinlich nicht hin, ne? Benutzen, wäre ich ein glücklicher Mann. Wir wollen heute mal versuchen, ein schweres Vor anzugreifen. Was willst du? Master Kid sprach von einer Krise, die mir unbedingt zu gut zeigt. Kannst du ihm denn vertrauen? Ich bin mir nicht sicher. Aber er hat eine Art, mir ins Gewissen zu reden, dass er mich schaudert. Ich sollte ihn treffen. Bald. Solange wir auf den Weg ein paar Pfiesen einbringen, wird die Crew es schon verstehen. Ich setze groß auf Zulu. Sind zu stark! Wollen wir unser Schiff zum Entern? Fregatte, Briten. Nehmt die Rahn aus dem Wind! Wir hören ja heute ein bisschen was Oma. Gehen wir heute da in dieses Schiff. Leesegel einholen! Segel bergen! Haltet Kräfte! Öffnen und trimmen! An die Großschote und dicht holen! Einholen! Einholen! Großsegel rein, Bramsegel reffen! Mal gerade gucken, was da ist. Oh Mann! Ich fürchte, das ist eh nur so ein Loot halt ist. Wir haben es jedenfalls geschafft. Und blub. Wie gesagt. Aber ich hab's looten können. Ich hab das Ding looten können. So, jetzt kann mal gucken, ob ich da reinkomme, ob ich das im Schiff machen kann. Projektor Upgrades. Ah, super. Ich habe immer noch die Materialien, die ich gerne hätte. Ich brauche noch 40 Dings, 200 und 100 Holz. So, hier wird Material geholt. Captain hat das Ruder. Mehr Segelmänner! Warte mal kurz. Theoretisch wäre das ja die nächste Möglichkeit. Cicinchoro. Die haben nämlich nur vier Dinger. Rein theoretisch. Wenn ich jetzt ein bisschen mal wieder rein und raus fahre, wie glaube ich überhaupt noch an?
ab, ihr Lumpen! Ja, so komme ich hier gar nicht. Wir nähern uns einem Fort, Captain. Ich weiß, ich mach's ja mit Absicht. Dass sie mir nicht so weh tun. Vielleicht haben wir gerade Glück, dass die Schiffe uns sich ja gerade auf den Sack gehen. War mir fast klar, dass ich, wenn ich mal nicht rausfahren will, dass der mir noch einen hinterher drückt. Ich hätte auch, dass er sich übernimmt, dass er nicht speichert. Das muss ich nicht. Kurs heute, Captain. Ist ein schöner Tag für allerlei Unsinn. Was sagt dein Bauch? Ich würde mit Freuden die Briten zurechtstutzen. Wenn wir an ihr Gold kämen, um es für uns selbst zu nutzen, wäre ich ein glücklicher Mann. Es braucht wie ein Waliser, Adel. Was willst du? Master Kid sprach von einer Prise durch die Runden und die Blutzeit. Der Halbinsel Yucatan. Kannst du ihm denn vertrauen? Ich bin mir nicht sicher. Aber er hat eine Art, mir das Gewissen zu legen, dass er mich schaut. Solange wir auf den Weg ein paar Krisen einbringen, wird die Crew es schon verstehen. Ich setze Kurs auf Kulung. Ja, dann feuern sie halt. Das zippt mich gerade nicht. Sie feuern, Sir! Feuer!
Diese scheiß Felsen, weil ich immer wieder es auf die Reihe bekomme, diesen Drecksfelsen zu fahren. Da vorne, dein Felsen, Captain, da musst du rein. Lautet unser Kurs heute, Captain. Ist ein schöner Tag für allerlei Unsinn. Was sagt dein Bauch? Ich würde mit Freuden die Briten zurechtstutzen. Wenn wir an ihr Gold wenn ich da mal rumkäme, wäre ich ein glücklicher Mann. Gesprochen wie ein Waliser. Jetzt hänge ich schon wieder an diesem Scheiß vor, ne? Und was willst du? Eigentlich ist es nicht schwer, das heißt, es ist halt machbar. Kannst du ihm denn vertrauen? Bin mir nicht sicher. Er hat eine Art, mir ins Gewissen zu reden, dass es mich schaudert. Ich sollte ihn treffen. Solange wir auf dem Weg ein paar Thesen einbringen, wird die Crew es schon verstehen. Ich setze Kurs auf Dudung. Feuer! 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 Wieder ein Schiff oder was? Oder wahrscheinlich immer noch das gleiche. Wie die Briten, die wir hier hatten. Schade, dass es im Gegensatz zu. Das ist ja mein. Das bei Captain. Halt mal gerade. Das Problem, kann ich nicht aufladen? Unsere Kanonen reichen nicht so weit. Gegner, Feuer! So, ich muss mal gerade aus der Nummer raus. Mal ganz gucken. Alle Segel, Bewegung! Einholen und aufgehalten! Wanten hoch und treffen! Treffen! Ja, warte mal, ich kann mal gucken. Ich glaube, ich kenne nur beim Hafenmeister, oder? Schade, eigentlich, ja. Leider kann ich jetzt nicht hier schon berechnen. Ich würde gerne hier. Das darf ich aber nicht. Und ich kann leider auch das Schiff nicht reparieren. Das irgendwo ein bisschen schade für mich ist, wenn nicht.
Dass ich das echt nur beim Hafenmeister kann. Wenn ich jetzt zurück zum... Captain steuert selbst. Feuer! Wir werden alle in den Tod gerissen. Nachladen! Der nächste trifft! Setzt jeden Zoll Segel! Alle Segel setzen, Jungs! Leider. Super. Habe ich keinen. Feuer! Sieht schlecht aus. Sind fast Kleinholz, Captain. Tschüss. Ja, jetzt also, willst du mich jetzt wieder forschen? Auf Position, hört ihr! Das wird eh nichts werden, wenn wir dieses Schild, wenn wir das Ding auch da müssen auf den Eier, geben. Das wird eh nichts werden. Das ist eigentlich fast irrwitzig, da noch mal irgendwas zu probieren. Feuer! Verdammt daneben! So zu derbe angeschlagen. Feuer! Yay! Warten auf dein Zeichen. Ich kann nicht mehr einstecken. Auf die Türme zielen, Cap. Ja, weil der scheiß Wirbelwind versenkt, ey, weil das Ding mich, weil das Ding unbedingt auch noch auf mich drauf musste. Wenn du schon keine gegnerischen Schiffe hast, dann kommt halt irgendwo der Wind und sagt dann nur, schuldig noch, keine Sorge. Wir sind unter Kurs heute, Captain. Ist ein schöner Tag für allerlei Unsinn. Was sagt dein... Ja, auch das brauchen wir nicht eigentlich. Das kann... Ich würde mit... Da brauchen wir auch nicht rangehen. Das ist absoluter sinnfreier Schwachsinn. Das Problem ist einfach, dass ich jetzt natürlich jetzt mal wieder zurück müsste jetzt. Da sind noch ein paar Schiffe dran. Naja, ich denke mal, da war doch irgendwelche Sachen nicht abgeschlossen sind. Warum auch immer der... Ja gut, Reiter Kutuga. Rüpft mal darüber. Machen wir mal was anderes. Machen wir uns mal ein bisschen Fracht. Captain im Wasser! Ja, ist gut. Oh, geh doch hoch. Hier das Ding weg. Das sind zwei Wachen. Hey, Vater. Tschüss. Un intruso! Necesito ayuda! ¡Alerta!
Gibt ihr keinen Schlüsselträger? Sein soll, ne? Hey, Vater! Ja, ja. Krokodil. So. Synchronisieren wir diesen Punkt. Sehr man. Da ist ein Krokodil. Da ist noch ein Feind. Aber du bist nicht der Schlüsselträger. Komm her. Also da scheint das Lager aus zu sein. Ich muss nur gucken, dass ich da rankomme. Moin! Jetzt! Jetzt!
Bruder, da musst du. Wo soll denn der Schlüsselträger sein? Der muss ja hier irgendwo sein. Findet. Hm? Wenn sie zivil ist. Ich war mit. Natürlich gerade der ist der Schlüssel drin. Hm. Da ist noch ein Gegner. Da bist du bestimmt der Schlüsselträger, oder? Nein, bist du nicht. Ist der Schlüsselträger hin? Da sind noch zwei Feinde. Alto, quiero hablarte. Saluda de mi parte al del tridente. Du der Schlüsselträger, oder? Du hast auch nichts. Flachsen? Oder ist oben? So, jetzt habe ich dich anonym werden können. Du hast den Schlüssel, mein Freund. Lagerhaus haben wir. Jetzt werden wir noch den Typen hier holen und dann holen wir uns das Lager. So, anderes. Dem ist mit dem vorhin nicht so wirklich geklappt. Dann machen wir Moinsen. Und tschüss. So, jetzt haben wir da unten rein. Was ist denn? Da. Gute Nacht. Alter, gehen wir da rein. Eine Truhe. War ganz kurz, bis vorhin noch irgendwie auf meinen aufploppen zu müssen. Mal das Ding kaputt. Gebiet zu dem zum Allerdingshaus und haben alle Feinde tot. Da wäre noch mindestens einer, da vorne wäre noch zwei. Da sind noch zwei. So, Geschichte. Jetzt holen wir kurz eben noch das Lagerhaus. Brauchen nämlich unbedingt Material für unser Schiff. Und damit haben wir schon mal wieder einiges erbeutet.
So, jetzt ist ein weiteres Lager aus, was uns bei uns auf der To-Do-Liste steht. Das Lagerhaus ist leer. Okay. Okay. Hier wären weiter. So. Ich könnte nach Kontoria rein. Da sind wir soweit. Wir fassen alles durch. Ja, ärgert mich. Es sind tatsächlich vier Dings noch offen. Navassa, das ist eigentlich mehr oder weniger auf Mittelschild, hat aber ordentlich an Dings dabei. Aber machen es etwas anders. Cabo de Cruz, rüberreisen. Ich will nur ganz kurz upgraden, wenn es möglich ist. ¿Puedo ayudarlo con algo? Gut, gibt es zu reparieren und gibt es Sektor Upgrades. Kriege ich jetzt nochmal ein Upgrade hin? Natürlich nicht, weil mir noch ein bisschen Holz fehlt. Ich muss das Schiff auf volle Power tun. Otra vez será. Zumindest mal eine Stufe, was da mal davon. Ahoi, Captain. Müsst ihr abtauchen? Nee, ich brauche Holz. Ich brauche Holz. Wo haben wir denn Holz? Haben wir noch ein Schiff, was da in der Nähe liegt? Captain am Ruder! Heute, Captain, ist ein schöner Tag für allerlei Unsinn. Was sagt dein Bauch? Ich würde mit Freuden die Briten zurechtstutzen, wenn wir an ihr Gold kämen, um es für uns selbst zu nutzen. Ja, ich mache nur kurz noch. Hoffentlich machen wir eine Folge und dann machen wir nächste Folge wieder Hauptmission. Und was willst du? Master Kidd sprach von einer Prise, die er mir unten in Tulum zeigen wollte. Feuerfässer, Feuerfässer. Kannst du ihm denn vertrauen? Ich bin mir nicht sicher. Aber er hat eine Art, mir ins Gewissen zu reden, dass es mich schaudert. Ich sollte ihn treffen. Solange wir auf den Weg ein paar Fliesen einbringen, wird die Crew es schon verstehen. Ich setze Kurs auf Tulum. Sind bereit, Sir. Feuer! Sie präsentieren sich uns! Lass Feuer! Sie dafür bezahlen! Bereit zu schießen, Sir! Feuer! Feuer! Das hat Schaden angerichtet! Jungs! Feuer! Sie feuern, Sir! Dieses, die kriege ich nie mehr da hinten. Runter auf den Grund! Da gehen sie unter! Wir wurden tuschiert! Feuer! Er hat aber nicht drauf abgesetzt. Von Backbord, Sir! Da treibt Frachtgut, Sir! Ja, ja, schon gesehen. Mars und Schwarmsegel bergen! Feuer! Was ist jetzt? Jetzt zeigt es! Tschüss. Wir nähern uns den Felsen, Sir! Feuer! Bereit zu feuern, Sir! Feuer! Sie verwundbar, Feuer! Sie stehen am Tor zur Hölle! Ich habe natürlich jetzt erstmal Feuerfässer nur gekriegt. Wahrscheinlich genug Größen das Feuerfenster. Backbord, Captain! Sir! Dort schwimmt Beute! Metall. Ich brauche dringend unbedingt noch ein bisschen Holz. Stoff und Rum.
Nein, bestimmt nicht mehr. Du hast ein Kriegsschiff, ja. Das wird aber. Oder kriege ich das runter? Nee, kriege ich doch niemals hin. Ich habe auch keine Möglichkeit, gerade irgendwas zu machen. Was haben wir hier? Was hast du geladen? Du hast gar nichts geladen. Wirklich 20. Rumzucker, schwere Geschosse. Wenn ihr euch da jetzt einmischt. Die wird doch locker die mit der Clean fertig, oder nicht? Klar war, dass es nicht klappt, aber... Ja, ich verpiss mich hier. Ja gut, das war klar. Scheiße. Okay, das war ein Versuch wert. Wir haben es nicht ganz auf die Reihe gekriegt. Wir haben die, glaube ich, über ein Viertel aber weggeschossen. Aber es bringt ja nichts. Wir müssen... Lautet unser Kurs heute, Captain. Ist ein schöner Tag für allerlei Unsinn. Was sagt dein Bauch? Ich würde mit Freuden die Briten zurechtstutzen. Wenn wir an ihr Gold kämen, um es für uns selbst zu nutzen, wäre ich ein glücklicher Mann. Gesprochen wie ein Waliser, Ade. Und was willst du? Master Kidd sprach von einer Prise, die er mir unten in Tulum zeigen wollte. Ziemlich weit weg, leider. Auf der Halbinsel Yucatan. Kannst du ihm denn vertrauen? Ja, sie brauchen wir gar nicht angreifen, sie... Er hat eine Art, mir ins Gewissen zu reden, dass es mich schaudert. Ich sollte ihn treffen. Bald. Solange wir auf dem Weg ein paar Prisen einbringen, wird die Crew es schon verstehen. Ich setze Kurs auf Tulum. Halten Sie gerade komplett raus. Ich hätte schon ordentlich was geladen, aber das bringt doch keinen Sinn. Wir halten sie raus aus der Nummer. Das ist einfach das Sinnvollste. So, das wären die. Links wären auch noch welche. Nee, es macht keinen Sinn, da jetzt irgendwo uns dazwischen zu klemmen. Theoretisch könnte ich hier auf einer Wasserangel wieder versuchen anzugreifen, weil die, glaube ich, alle Schiffe rausgezogen haben. Aber die werden wahrscheinlich genug. Oder wollen wir es nochmal probieren? Wissen, wie viel. Wir haben auch keine Mörserdinger mehr, ne? Fällt mir gerade so ein bisschen ein. Wir müssten sowieso nochmal heim, um noch abzugraden. So, die Folge endet jetzt, sobald ich hier alles fertig habe. Kaufen. Munition. Die schwere Kugel. Warte, wir machen etwas anders. Upgrades. Ich habe doch, glaube ich, irgendwo ein Lager für die Mörser, ne? Mörser. Lager für Mörser. Okay. Gehen wir mal rein. Lager für schwere Kugeln. Bisschen mehr an Bord. Dann nehmen wir die mit. Gut, dann haben wir das auch. Wir brauchen da Stoff. Das brauchen wir dringend Holz. Ich weiß, wir kein Holz kaufen können. Das wäre geil. Ja. Sogar 4.400. Die kann man ja auch verkaufen, die lang. Stoff, Metall und Holz brauchen wir nicht.
Die lassen wir erstmal, die Sachen. Ja. Jo, kein Problem. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann gucken wir mal, was als nächstes passiert.